dass er live jetzt nicht mehr geklappt hat, weil die Verbindung abgerissen ist. Also ich sollte jetzt mit Video nochmal leider schon ein Stück vorbei. Das ist ein wunderschöner Tempel hier in Luxor. Wenn ihr Interesse habt, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Jetzt fahren wir noch hier am Wasser entlang. Ein kleines Stück. Ich habe ja schon in diversen Videos mal erzählt, dass sie hier alles neu gemacht haben. Ist auch super, super schön geworden. Man sieht häufig auch Brautpaare, die sich hinsetzen, dann Bilder machen mit ihren Fotografen zusammen in den grünen Flächen und so. Wirklich, wirklich schön. Wenn es dann im Sommer ist, ist es natürlich noch ein bisschen angenehmer als jetzt, das ist ja klar. Das Café hier kann ich empfehlen, da gehen wir sehr, sehr gerne hin. Sitzen oben dann am Wasser direkt. Das ist immer sehr, sehr schön und auch preislich in Ordnung, muss ich sagen. So, oh, Polizei darf man nicht filmen, oder sollte man nicht, das mögen die nicht so gerne. Jetzt fahren wir wieder zurück. Vor uns auf dem Motorrad ist auch gerade drei Leute, drei erwachsene Männer. Das auch in Deutschland würdest du es so nie sehen. Faszinierend hier. Vor allem, wir waren, wann war das denn? Vor zwei Tagen oder so waren wir mit der Schwägerin unterwegs. Hätte? Ja. Zu dritt. Waren wir mit der Schwägerin unterwegs. Mit ihren drei Kindern. Meine andere Schwägerin. Mein Mann und ich. Das heißt, vier Erwachsene, drei Kinder. Alle in einem Auto. Das heißt, die ein Kind vorne auf dem Schoß, die anderen hinten mit und die Erwachsenen natürlich auch hinten, ist ja klar. Das ist, wir müssen ja durch diverse Polizei-Checkpoints quasi, das ist so üblich in Ägypten. Und das interessiert hier keinen. Das wirklich faszinierend, das interessiert hier keinen, ob du mit 20 Leuten im Auto sitzt oder mit 5 oder 7 oder 10, interessiert keinen. Das nächste Hotel noch ein bisschen weihnachtlich geschmückt hier mit Weihnachtsschmücken und allem. Ja, die Panzer gehören hier immer noch zum Alltag. Vor drei Monaten gab es hier eine Ausschreitung in Luxor. Wer es nicht mitbekommen hat, dort ist ein Mann getötet worden von einem Polizisten, weil der Polizist vorher den Vater geschlagen hat von dem Mann. Und daraufhin ist der Mann losgegangen und hat den Polizisten geschlagen. Hat daraufhin den Mann erschossen. Aufgrund dessen gab es dann diese Ausschreitungen hier. Und weil sie Angst vor Putsch und Aufruhr hatten, wurden hier jetzt eben die ganze Armee und so weiter, jetzt sage ich mal, alles aufgebaut hier und stehen jetzt, wie gesagt, seit drei Monaten. Militärfahrzeuge und alles schwer bewaffnet. Es ist schon ein bisschen weniger geworden, aber halt auch nicht komplett weg wie vorher.
Angst scheint halt immer noch da zu sein, deswegen. Ja, so. Dann werde ich jetzt mal. Wir werden jetzt gleich noch beim Bäcker anhalten, ein bisschen Brot holen und so weiter. Und dann poste ich mal beide Videos zusammen. Einmal das Live-Video aus Facebook und dann dieses Video hier noch danach, damit ihr quasi so den Nachgang dazu habt. Ne? Also die sollten eigentlich zusammen sein, hat nur leider nicht so ganz geklappt. Das ist hier.